Herzlich willkommen zur allerersten Stammtischgondel in diesem Winter. Heute bei mir in der Holmutbahn die Troglauer Burschen. Juhu! Grüß euch, danke fürs Kommen. Schön, dass du zu uns ins Ötztal gefunden habt. Ja. Die erste Frage: Tee oder Glühwein? Also ich. Wo sagst du denn Tee? Also ich nehme ein Bier. Was ein Bier? Dann nehme ich ein Glühwein. Ein Meisel Weizen wird es ganz geben hierin, aber dann ein Bier. Aha, Bier oder auch? Tee oder Glühwein? Ja. Ich hoffe jetzt, dass du Glühwein nicht hast. Ja, wenn jetzt da schon Eiser ist, kriegen wir schon hin. Das ist schon mal der Tee. Noch jemand ein Bier? Bitte selbst bedienen. Der will nur ein Bier, sehr gerne. Ich bleibe mit Glühwein. Glühwein. Ja. Kannst du gerne selber machen. Du hast dann praktisch nur vier Bier. Danke dir. Praktisch. Sehr gut. Die Troglauer. Ja. Normalerweise seid ihr zu sechst eigentlich so gesehen. Richtig. Österreich. Ja, Wellness. Du kannst aussuchen, Wellness. Wir haben gedacht, nur die Schönsten kommen zum Interview. Ja, so ist nämlich. Oder wir wollten die Gondel nicht überladen. Obwohl auch den Platz hätten, aber dann wird es den Platz nicht aus. Gestern am Schirm hängen geblieben und seit eben nicht mehr. Ja. Ja. Wer von euch ist denn Skifahrer? Ich war ja gestern oder die letzten Tage schon unterwegs. Wer ist denn der Lausigste von euch? Der Lausigste bin wahrscheinlich ich, weil ich gar nicht gefahren bin. Also ich bin also Anti-Ski. Anti-Ski? Nee, also nicht vom Können jetzt nicht mal, aber es wird gefährlich. Ich glaube, ich bin eine Gefahr für andere auf der Piste. Dafür gibt es also eine super Erfindung als Skilehrer. Ja. Also die sagen das schon. Also nächstes Mal kriegst du einen Tag persönlichen Skiunterricht. Ich denke, eine Skilehrerin sollte man vielleicht. Das hat dir jetzt ein Angebot. Ja, das hat mir jetzt keiner gesagt, dass es sowas gibt. Nee, also wir zwei sind halt gestern Ski gefahren, heute Ski gefahren und es war ein Traum. Also Schnee ohne Ende, das im November eigentlich ein Wahnsinn. Sonnenschein. Stimmt, also Sonne, Traumpisten. Ich als Einheimischer kann das jetzt schon einmal sagen, so viel Schnee haben wir jetzt wirklich einmal Jahre schon nicht mehr gehabt zum Ski-Opening. Wurscht, gehen wir weiter zum Thema Musik. Heavy Volksmusik. Wie kommt man da drauf? Ja. Lange Geschichte. Nee, also wir haben vor Jahren, als wir angefangen haben, war es so, dass wir waren alle in verschiedenen Coverbands unterwegs. Ja. Dobel war Sänger einer AC/DC Coverband. Wir haben auch schon in einer anderen Coverband Rockmusik gemacht. Und da kam der hiesige Sportverein auf uns zu und hat gesagt, Mensch, wir bräuchten mal für einen Sonntagabend, Nachmittag, nicht so viel, gell, das ist, und bräuchte man eine Band, könnt ihr nicht ein bisschen Volksmusik machen, könnt ihr das? Und haben wir gesagt, wir probieren es. Jein. Wir wollen eigentlich wollen wir Rocker, gell, dann hätten wir Volksmusik spielen sollen. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Genau so was. Und also dann haben wir halt quasi den Abend mit Volksmusik versucht zu überbrücken und haben Rock-Elemente mit einfließen lassen und so entstand die Heavy-Volksmusik. Sehr gut. Du schupfst mal dir bitte ein bisschen zu. Warst du einfach zuzählen? Tür zu, kalt geht's rein. Jawohl. Das ist so einfach, geht. Das hat mir keiner gesagt. Troglau ist also Stuttgart, Nürnberg Richtung Tschechien, oder? Auf dieser Linie. Ganz genau. Du siehst. Wichtig ist Richtung und nicht in. Genau. Was hört ihr im Auto? Hört ihr euch eigene Musik an oder kann man das quasi nicht mehr hören von lauter Proben und 24 Stunden lang hören? Was hört ihr im Auto? Also querbeet, wenn mal der Radio läuft, dann läuft der Radio und ansonsten, wir sind ja in den 90ern. Teilweise aufgewachsen, hey. Von dem her sind wir eher so die Crossover, Green Day und Offspring und auch Metallica und aber auch gern trotzdem mal ein wenig volkstümliche Musik, ja, je nachdem, also da ist eigentlich alles dabei. Wir hören alles. So ist der Blatt. Alles querfeldein. Euer Proberaum, da klappert so wieder. Euer Proberaum heißt Mubarak. Jetzt weiß ich, dass da irgendeinen ägyptischen Chef gegeben hat.
Wie kommt man auf so einen Namen? Naja, die Herleitung war dann eigentlich schon über diesen hiesigen ägyptischen Chef. Aber der eigentliche Hintergrund war wirklich der, das ist ein alter Kuhstall. Ja. Ich habe noch gedacht. Tatsächlich ja, Kuhstall, ja. Also. Der von den Kühen gemieden wurde. Nee, und nicht mehr frequentiert wird. Ja, genau. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, da gehen doch wir rein. Und daher quasi, weil es ein alter Kuhstall war, jetzt ja, unser Proberaum. Jetzt der Proberaum. Also das darf schon passen. Also jetzt haben wir schon verstanden. Mubarak, genau. An welchem Ort darfst du gerne mal ein Konzert spielen? Abgesehen von einer Stammtischgondel. Das wäre jetzt meine Antwort. In einer Gondel haben wir eigentlich noch nie. Das wird also heute das weltweit erste Konzert in einer Gondel von den Drinklauern. Und, aber wo kann man denn mal spielen? Wir haben ja schon wirklich sehr viele Sachen, wo wir jetzt gespielt haben. Wir waren ja jetzt vor kurzem in Brasilien. Also cool. Der Wunsch ist in uns in Erfüllung gegangen. München Allianz Arena. Allianz Arena. Also ich weiß, der Niki hat einen großen Wunsch, wo er mal spielen darf, aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Am Mond? Ich bin selbst überrascht. Weißt du das nicht? Du überlegst gerade, oder? Nein, ich weiß, vor Jahren hast du mal gesagt, Super Bowl. Das stimmt. Oh, Super Bowl. Die Halftime-Show beim Super Bowl. Das wäre mal. Ja, also da sind wir dran quasi. Also wir kratzen an der Tür. Ja. Aber Ziel. Das wäre ein Ziel. Ja. Ziele braucht's. Ja, du hast eine Gitarre mit. Spiel jetzt eins. Dann spielen wir eins. So. Weltpremiere. Meine sehr verehrten Damen und Herren, absolute Weltpremiere. Das absolut erste Konzert in einer Gondel von den Drumlauern. Wir spielen ein Lied, da musst du auch mitsingen, gell? Ganz wichtig. Ja, und zwar, wenn ich singe, was soll ich sagen, musst du, Recht hat er gehabt. Also wir singen, wir spielen jetzt den größten Hit quasi, der Drucklauer, der Haberfeldtreiber. Und ich singe, was soll ich sagen, und du schreist, wir alle schreien, Recht hat er gehabt. Okay? Juhu! Schreier! Uns hört keiner, wir sind in den Bergen. Fangen wir nochmal an. Ja, fangst du, ich rede mal ein wenig rein. Ja, man möchte fast glauben, da steckt der Teufel drin. Er macht nur Blödsinn, durch den Beinstuhl rauchen. So einen können wir für in der Kirche nicht brauchen. Nur der hat gewohnt, weil sie hat's nicht glaubt. Was soll ich sagen? Recht hat er gehabt. Ich bin ein Haberfüll, 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 Treiber. Raucher, Saufer, Vogel wie die Weiber. Treib dir rum bei der Nacht, schlaf am Tag. Mein ganzes Leben ist ein Haberfüll. Doch ich bin ein Haberfüll, 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 Treiber. Raucher, Saufer, bei der Kulisse ein Konzert zu spielen. Ah, geil. Also ich bin selbst fast in Tränen nach. Oh, ich war ja gerne rumheilen. Ich habe eine recht interessante Fangemeinde. Ich habe gesagt, der Rosenmeier hat 6 Millionen Klicks auf YouTube. Jo. Ist jetzt nicht so wenig. Also das ist für uns. Wir sind eure Vorbilder. Also Also wir können das immer kaum fassen, dass da 6 Millionen Klicks sich unseren Rasenmäher angehört haben. Das ist mittlerweile fast unser größter Hit, kommt bei den Live-Konzerten immer an, ohne Ende. Und
wichtig. Gut, dass wir den Punkt haben. Taus. Von daher für uns faszinierend, dass da 6 Millionen Klicks auf dieses Video sind und auf dieses Lied. Und ist natürlich für uns eine große Ehre. Super. Stell dir vor, alle fahren auf. 6 Millionen ist so viel wie Österreich. Ja, das große Interessante war, wir waren ja jetzt in Brasilien beim Oktoberfest und in Brasilien, die Leute kennen dieses Lied. Echt? Rasenmäher. Also es ist, sind da ausgeflippt drauf. Also wohl, die wollen jetzt so viel Rasen haben, gell? Eigentlich. Ja, die nehmen die Kühe zum Rasenmähen. Ja. Ja, nicht klar, also. Seit 2004 gibt es eigentlich in dieser Kombi. Ja. Schon immer die gleiche Besetzung. Also? Seit 2004 ohne Wechsel immer die gleichen Gesichter und es wird immer schwieriger. Dann versteht es euch eh recht gut, weil eine meiner Fragen wäre nämlich nur gewesen, was macht denn eure Freizeit? Sieht man sich da öfter oder seid ihr so lange unterwegs das ganze Jahr, dass du froh bist, wenn du jetzt einmal nicht sein musst? Ja, wir sind eigentlich das ganze Jahr miteinander unterwegs, weil du das schon sagst. Und damit wir uns dann im Urlaub mal nicht sehen, fliegen wir halt miteinander auch noch auf Thailand. Also eine gute Kameradschaft, also muss das eigentlich sein, oder? Durchaus, ne? Wir haben das große Glück, wir sind alle aus einer Gegend. Also wir wohnen alle so rundherum um Troglau. Kennen uns alle von Kindesbeinen an und jetzt machen wir ungefähr 100 Auftritte im Jahr plus minus, also sehen uns quasi relativ oft und sind dann nur so wahnsinnig und fahren miteinander in Urlaub, also das darfst eigentlich keinen mehr. Die Familie mit und danach, eigentlich sind wir verheiratet. Ja. Sollten wir unsere Partnerschaft eintragen. Also ich finde das gut so. Das so richtig. Ihr nicht, oder was? Ja, doch. Nein, es ist schön, mit Freunden sowas aufzubauen und so Erfolg zu haben und so weit zu kommen. Und es ging ja nur als Spaß los. Wir haben das ja als einmaligen Auftritt, war das eigentlich geplant. Ja. Wir haben gesagt, wir machen das einmal, versuchen uns an der Volksmusik. Und dann hören wir wieder auf und für das sind wir jetzt seit 13 Jahren unterwegs, konnten unser Hobby zum Beruf machen und das ist schon was sehr, sehr Schönes. Ich kenne sowas. Das ist mir auch schon passiert. Was wärt ihr denn geworden, wenn ihr nicht Musiker seid? Weil bei über 100 Auftritte pro Jahr ist das kein Hobby mehr. Nein. Wir haben ja alle mal was gelernt. Jetzt also so, ja, tatsächlich. Also, ja. Schon, so ist es also, nicht. Wir haben keinen vor der Straße. Also, also das ist wirklich gut, wir haben alle was gelernt. Also, da darf ich vorstellen, also diplomierter Informatiker. Ja. Dann haben wir da einen Betriebswirt. Betriebswirt. Ingenieur. Wieso gehört die Lampe noch nicht? Die Theorie kann ich dir erklären. Ja, er ist schon lange raus aus seinem Job. Na, passt gut. Nee, passt also gut. Wir waren eigentlich alle schon in guten Berufen unterwegs und haben dann die Chance gehabt, eben, dass wir jetzt mit Troglauer da was machen können. Und dann haben wir das große Glück gehabt, dass jeder gesagt hat, okay, scheiße, jetzt haben wir die Chance, jetzt probieren wir es. Jeder hat gekündigt und wir haben alles auf eine Karte gesetzt und haben das Glück gehabt, dass die Karte... Ein Joker war. Wenn es am Schluss am Tag Spaß macht, dann darf das schon passen. Das ist das Wichtigste. Genau, das geht. Und heute in Obergurgl, heute Abend wird es wieder sehr Spaß machen. Ich wollte es gerade sagen, Ski-Opening wie immer. Also, freue mich schon. Nicht nur du. War schon die letzten Jahre schon dabei. Also, es macht riesig Spaß. Ein richtiger Gaudium eigentlich. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wo geht es weiterhin danach? Ja, wir werden direkt weiter jetzt so eine Runde fahren. So, ich lasse euch das noch trinken und so. Ach so, genau. Wir fahren noch mal eine Runde. Wir fahren noch ein paar Runden. Nein, heute Abend ist natürlich der wunderbare Abend beim Bayern 1 Ski Opening. Ja. Dann, wo geht's hin in nächster Zeit? Oder nächstes Jahr, was haben wir da für große? Wir waren jetzt heuer im Südtirol, beim Alpenflair, Brasilien waren wir beim Open, beim Oktoberfest. Also wir kommen ganz gut rum mittlerweile. Man kann sagen, die Troglauer weltweit unterwegs und heute Abend in Obergurgl. Super. Ich blende euch noch die Adresse unten ein von die Troglauer. Vielleicht die Facebook-Seite noch ein bisschen liken. Oh, ja. Ich sage vielen Dank. Wir sagen Dankeschön. Da. Dann wir gleich aussteigen und danach sehen wir uns heute Abend noch einen Soundcheck. Auf würde ich sagen. Danke. Servus. Prost, die Herren. Jawohl.
So weit. Ah, fahren wir nur bei Runden, oder? Oh, kann man es festhalten da? Mhm. Mhm.